Hallo und herzlich willkommen zu meinem Let's Play von Tomb Raider The Lost Artifact. Ich habe einen Gast dabei. Ich bin auch das verlorene Artefakt. Hi, ich bin hier, um zu stören. Sie ist hier, um zu stören, und wir schauen uns dieses Add-on an. Noch kurz zur Erklärung, das hier ist ein Add-on zu Tomb Raider 3. Am Ende des Spiels findet Lara praktisch heraus, oh, es gab gar nicht nur 4 Infada-Artefakte, sondern 5. Und das 5. soll sich angeblich irgendwo befinden. Ich glaube, irgendwo auf den britischen Inseln. Und nach diesem Artefakt suchen wir jetzt. Neues Spiel. Und das ist diese Grabbelhand da im Hintergrund, oder was? Ja, das kann gut sein. Das macht Sinn. Schöner Hubschrauber. UJ651. Union Jack Airways. Die haben uns bestimmt hier Union Jack Airways. Welch Patrioten. Die haben uns bestimmt hier abgesetzt. Oder sind gerade dabei. Sonst würden sie wohl kaum jetzt landen, wenn sie es schon getan hätten. Ja, sie haben uns abgesetzt und landen jetzt hier. Und da stehen wir. Da wäre demnach der Hubschrauber. Aber er ist natürlich nicht mehr da. Ist immer noch so laut wie vorher, aber ist nicht mehr zu sehen. Heißt, wir haben einen David Copperfield dabei. Ja, David Copperfield hat den Hubschrauber gesteuert. Verschwinden lassen. Diese ersten paar Sekunden hier habe ich schon gespielt aufgrund von etlichen technischen Problemen. Aua, ich habe gerade die Hälfte meines Lebens verloren. Übrigens, danke an dieser Stelle an Gaminator. Ohne ihn wäre diese LP nicht möglich gewesen. Er hat mich auf die... Moment mal. Auf diese bestechend simple Idee gebracht. Fraps zu benutzen. Das ist so ein Aufnahmeprogramm aus dem Mittelalter, das hier funktioniert. Außerdem hat Lara diese Technik entwickelt, wenn sie dagegen rennt, kann sie den Nebel senken. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Hallo Hubschrauber, warum stehst du da eigentlich dort? Alles ist ein bisschen verwirrend, nichts ergibt Sinn. Ich fühle mich wieder heimisch. Ich fühle mich wie in einem Tomb Raider Spiel. Diese Kiste ist offensichtlich... Nein? Okay. Die Kiste ist ironischerweise nicht verschiebbar. Ha? Man hätte das jetzt vermutet, ne? Ja. Also es spricht ja einiges da... Was ist jetzt... Warum? Was ist los? Also irgendwie spinnt mein Controller und die Aktionstaste ist jetzt auch die Laufentaste. Cool. Ja, ne? Das ist... Das ist jetzt so. Das wurde zusammengelegt, weil das effizienter ist. Ach so, verstehe. Ja, mach mal so. Och nee, mach mal sowas. Bam! Hey Leute, die Aufnahme war kurz weg. Ich habe keine Ahnung, warum die Aufnahme weg war. David Copperfield. David Copperfield. David Copperfield macht alles verrückt. Auf jeden Fall habe ich das Problem mit meinem... das Problem mit meiner doppelten Belegung der Taste jetzt gelöst. Es ist wieder optimales Chaos hier. Willard's Well. Willard's Well, ja. Das ist der Brunnen von Willard, dieser Kasten dort. Wer war nochmal Willard? Willard ist der Endboss von Tomb Raider 3 gewesen. Ach, dieser hübsche Typ. Ja, der wunderschöne, Schnuckelchen. Schnuckelchen Willard hat jetzt einen Brunnen, der aussieht wie ein Kasten und mitten in der Pampa steht. Herzlichen Glückwunsch. Die Texturen erinnern sehr an Tomb Raider 1, wie ich finde. Nee, es ist eher so Tomb Raider 0. Das hier ist Indien. Also, das ist Indien. Ja. Indische Architektur in England natürlich sehr verbreitet wegen den ganzen indischen Menschen, die aus Indien kommen und in England wohnen. Also Immigranten. Indigranten sozusagen. Davon gibt es tatsächlich viele. Indie-Entwickler, ja. Zumindest in London. Ich habe bisher noch keine andere englische Stadt gesehen. Aber in London gibt es sehr viele Inder. Ja, ja, genau. Deshalb bin ich ja auch auf diesen Witz gekommen. Hier ist eine ganze Menge Munition für die Harpunen. Ich habe keine Ahnung, was uns das bringen soll. Also, ich meine, ich hoffe, dass wir jetzt nicht ein Unterwasserlevel zu erwarten haben. Aber das ist der einzige Grund, weshalb uns die Entwickler mit Harpunenmunition zuschmeißen könnten. Ich weiß nicht, ich würde da jetzt nicht so viel reininterpretieren. Stimmt. Das
Macht auch Sinn. Ich glaube, im ersten Level hat man doch auch in Indien auch direkt am Anfang Harpunenmunition gefunden. Das erste, was man gefunden hat, war, glaube ich, eine Granate. Ja, da also. Liegt eine Rakete. Die könnte ich... Klappt ja eh nicht. Ja, hätte ja klappen können. Mann, hätte ja funktionieren können, Leute. Das sind irgendwelche... Wie heißen die? Poller? Heißen die Poller? Piller? Wo, nee, das sind Säuren. Wo Schiffe anlegen. Ja. Boah, was war das denn jetzt, Lara? Das da ist eigentlich etwas, wo man stehen kann. Was steht denn auf dem Schild da rechts? Das ist ein Schild? Ja. Private Property Warning. Ja, no trespassing. Und Lara einfach so, doch. doch. Was kostet die Welt halt? Nun, irgendwie ist aber nichts zum Stehen, ne? Nee. Deshalb bin ich gerade auch verwirrt. Wie soll man an diese wunderschöne Rakete kommen? Da könnte man auch nicht stehen. Liegt die Rakete selbst irgendwo, wo man stehen könnte? Ich will diese Rakete haben. Vielleicht von oben irgendwie? Ja, das ist wahrscheinlich sowas. Die Rakete kriegt man kurz vor Add-on-Ende, kehrt man nochmal in dieses Level zurück und holt sie dann. Ich weiß Bescheid, Leute. Jo. Hier ist eine komische Höhle. Ah! Oh, Kriechen. Kriechen. Ich bin so ein Freund des Kriechens. Ups. Bin jetzt noch die PS1-Steuerung gewohnt. Deshalb mache ich dauernd das Inventar auf, wenn ich eine Fackel will. Ja, ist ja auch sinnvoll. Es gibt aber auch eine Schnelltaste. Na, bist du doof. Nee, es gibt aber auch eine Schnelltaste. Herr, lass Hirn vom Himmel fallen. Die macht das Inventar auf. Die macht das Inventar auf, wenn sie einen Gegenstand will. Ist die bescheuert? Ich will... Ich kann nicht. Du musst die Fackel erst wegwerfen, oder? Ich kann trotzdem nicht. Du musst hier. Eigentlich ist die Fackel ja kein Problem. Du musst dir vorstellen, dieses Ding. Und das ist das Absurde, aber das. Daraus haben die schon mal ein ganzes Rätsel gebaut. Dieses Ding ist auf der falschen Höhe, um sich da dran festzuhängen. Nur ich kann natürlich auch von der Seite reinkriechen. das hätte ich vielleicht als erstes probieren sollen. Trotzdem, Frechheit. So, Notfackeln müssen wir benutzen. Nun, hier ist gar nichts. Da muss doch was liegen. Da ist ein Hebel. Also. Ja. Ich habe keine Ahnung, was der Hebel jetzt gemacht hat. Ich habe leider... Ah. Der hat diese Klappe geöffnet. Ich muss sagen, ich habe leider auch keine Fackeln mehr. Oh, sie haben die Wölfe wieder ausgekriegt. Die haben die Sonnenbrillen auf. Wölfe mit Sonnenbrillen, yay. Sonnenbrüllfe. Die haben Laras Sonnenbrille geklaut. Nee, jetzt mal ohne Mist. Ach nee, die sollen leuchtende Augen haben. Ja, aber der Effekt wirkt nur, wenn es dunkel drumherum ist. Und sonst haben die so komische Strahlen aus den Augen raus. Ja. Sieht total doof aus. Ja, gut, das waren diese beiden Wölfe. Ansonsten ist hier aber jetzt irgendwie auch nichts. Ja, man muss wahrscheinlich irgendwie dieses Tor öffnen. Da liegt ein großes Medipack rechts neben dir. Ah! Okay, dann jetzt verstehe ich. Das war wahrscheinlich das, was man hier bekommt. Es gab ja auch einen anderen Weg. Ich habe diesen versteckteren genommen. Es gab aber auch einen offensichtlichen Weg. Den habe ich ignoriert und ich glaube, der führt mich zu diesem Wachmann. Wo... Man sieht halt nichts. Man sieht halt einfach nichts. Das Video wird dann schön klein. Aber... Das bringt ja auch keinem was. Dunkelheit lässt sich gut komprimieren. Ja, vor allem diese Dunkelheit. Es ist ja einfach null. Es ist ja schwarz. So, Fackeln. Danke für die. Die hätte ich eben gebraucht. Wurde sich eigentlich in irgendeiner Form geäußert, ob The Lost Artifact cool oder scheiße ist? Ja, die Leute sagen immer, es ist cool, aber das sagen sie auch über Tomb Raider 3, also... nun. Ja, das Addon von Tomb Raider 1 war ja... Oh. Oh, jetzt stehe ich hier. Wer ist er denn? Er ist Hitler.
Was wollte er jetzt machen? Wollte er gerade diese Tür öffnen? Ach so. Ach so. Verstehst du? Nein. Er hätte wahrscheinlich die Tür geöffnet und gemacht, dass mich die Wölfe angreifen. Ach so, ja, aber du warst natürlich so hinterfotzig. Ja, dieser extra Weg, den ich gegangen bin die ganze Zeit, der war praktisch nur dafür da, falls man ihn schnell genug erschossen hat, dass die Wölfe einen nicht angreifen, aber man trotzdem das Medipack will. Eieiei. Also anders gesagt, ich habe soeben Zeit verschwendet. Kann man eigentlich... Oh nein. Diese Kisten da... Kann man die zerstören? Nein. Du hast in einem Videospiel Zeit verschwendet. Nein! Nee, man muss auch mit Ernst an Videospiele ran. Ja, wenn man keinen Ernst kennt. Ich wusste, dass das kommt. In dem Moment, wo ich gesagt habe, habe ich schon den Schmerz in meinem Gesicht von der Möglichkeit dieses Wortwitzes gehabt. So theoretischer Schmerz. Was ist denn mit ihm? Ich weiß nicht, er hat irgendwie Rückenprobleme, glaube ich. Wie lustig sieht der denn aus? Was ist denn sein Problem gewesen? Naja, eine ganze Menge Schrotflintenmunition, mein Schaden soll das nicht sein. Naja, sein erstes großes Problem ist, dass er in diesen komischen Ruinen rumgammeln und die bewachen muss. Sein zweites großes Problem ist, dass er tot ist. Das ist immer ein gesundheitliches Risiko. Vielleicht war das im Angesicht seines bisherigen Lebens gar kein so großes Problem. Was? Hallo, Kameramann. Da kam irgendwie komische Musik von da hinten gerade. Die kam wie von bitte? Da hinten. Wie bitte? Was ist? Eine Seeschlange, Nessie. Nessie! Hallo. Nessie! Ach so. Wie süß sieht das denn aus? Das ist ja voll die süße Idee. Und dann machen sie die finstere Musik von da hinten. Und jetzt crasht sie in diesem Land. Nein, sie ist halt 2D, ne? Sie ist halt einfach ein 2D-Bild, das da hin und her geschoben wird. Sieht aus wie aus diesen Pop-Up-Büchern von damals, die, wo ich noch nicht lesen konnte. Die wurden nur deshalb hergestellt. Adlerus! Adlerus, Madlerus. Nee, ist eine Krähe. Kreos Neos. Och nee, nicht Fledermäuse. Aber dieses, was sagtest du, das würde irgendwo auf den englischen Inseln spielen. Wo genau, weiß man aber nicht. Dieses Ding hier, dieses Level heißt, das hat einen Namen. Empty Slot. Dieses Level heißt Empty Slot. Nein, dieses Level trägt den Namen Highland Fling. Highland, ist das Irland? Hochland. Nee, nicht unbedingt. Kann auch Schottland sein. Ja. Wo ist denn jetzt nochmal Loch Ness? Loch Ness ist, glaube ich, Schottland. Bin mir aber nicht ganz sicher. Kann ja passen, oder? Ja. Hi, du. Was ist dein Problem? Warum stehst du da so? Ja, die müssen hier irgendwie ganz schön was bewachen. Ja, das sind vermutlich alles Leute von Villard, die sein Anwesen bewachen. Villard hat halt eine Villa. Na. Wo ist das denn? Ich weiß, wo das ist. Das ist da hinten wieder. Praktisch am Anfang des Spiels. Wieso kommt hier die Angstmusik? Es passiert halt nichts. Es kommt nur diese Musik. Das Orchester hat Probe gemacht. Oh, Eine Sprechstange. Eine Sprechstange. Und da steht jetzt ein Typ, der hat geguckt. 10 Kilometer von mir entfernt hat unter Wasser gerade jemand eine Sprechstange aufgehoben. Ich spürte es. I feel a disturbance in the law. Guck auch ein bisschen auf dein Leben, ne? Ja. Das denke ich mir halt immer, wenn ich stattdessen Tomb Raider spiele. Das wusste ich jetzt, dass sowas kommt. Ja. Das war ja auch sehr vorhersehbar. Es stand ja praktisch in der Prophezeiung drin, geschrieben und nochmal reingemalt für die nicht lesen können. Nee, das lassen wir mal. Nee. So, die Sprechstange hilft uns hier nicht weiter. Wohl aber dort. Nee, ich weiß das gar nicht. Ich hab das jetzt mal geraten. Was denn für Thermalquellen da? Ich hab keine Ahnung. Vielleicht liegt auch nur Opa begraben. Und kocht vor Wut. Was ist mit ihm denn jetzt? Er hat mich jetzt gesehen. Was macht er?
Weiß ich nicht, wo der jetzt hinrennt. Er rennt hilflos umher. Warte mal, wenn er jetzt zu mir kommt, ja, wenn er jetzt gleich hier irgendwo auftaucht, heißt das, dass ich auch reinkomme? Ja. Aber da steht er. Ich habe ihn gerade gesehen, links. Und der steht halt, ja, da. Ah. Oder ist das der gleiche oder ein anderer? Ich würde eher sagen, das ist ein anderer. Sehen alle gleich aus. Warum sollte der mich gesehen hat, praktisch zurückrennen, um sich dann seelenruhig dahin zu stellen? Oh nein, ich wurde gesehen. Schnell wieder an den Platz.